Hello, Big Hello. Boys, Big Boys. Ich bin heute da mit der Bianca und mit dem Matthias. Das ist eine ganz special Episode, weil die beiden sind wundervolle Musiker, die ganz Danke super tolle, schön. coole Projekte haben. Möchtet ihr kurz einmal erzählen, was ihr gerade alles am Laufen habt? Bianca. Okay, ja, ich fange voll gern an. Also vorab vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns sehen. So. Und ja, mein quasi Hauptprojekt bzw. Band ist Intra. So Rock, würde ich jetzt mal sagen. Also wir mischen so ein bisschen unterschiedlichste Stilistiken und beschreiben würde man es selbst als Progressive Stoner Rock mit Heavy Rock Einflüssen. Genau. Und Pop Einflüssen, genauso. Und meine zweite Band heißt Kaya Kalea. Und das ist quasi so Singer-Songwriter-Pop. Und tatsächlich mache ich jetzt auch noch Kinderlieder Musik. Nice. Nice. Genau, ja, dass man nicht fad wird. Sehr cool. Sehr cool. Ja, genau. Und eben grundsätzlich bin ich auch Singer-Songwriterin und schreibe solo für mich. Okay. Matthias, magst du gleich anschließen? Oh Mann, ja. Also ich bin Sänger bei Snow Owl, falls du ihn wer kennt. Dann, das ist ein super leibendes Projekt, beziehungsweise die Band halt von Juan Garcia Herreros. Dann habe ich noch ein kleines Projekt gerade, was ich gerade gestartet habe, das nennt sich Ocrean. Da habe ich gerade den Gera von Ruskaya an Bord und die Ravdina, die bei Fawzi gesungen hat, die ist aus St. Petersburg. Ja, und ansonsten gibt es dann halt noch die Totem Warriors und dann machen wir für Soundtracks die Musik und das Sounddesign. Ja, also soweit zu meinen Geschichten, die ich gerade mache, so nebenbei. So nebenbei. Was machst du denn hauptsächlich gerade? Klangfarbe arbeiten. Seit 16 Gut. Jahren, eure Sponsoren. Für Ja. Klangfarbe Rabatt geht's zu Matthias und sagt Na, Big macht es Boys nicht. 69, dann kriegt ihr, Oh Mann. dann zahlt ihr 5 € mehr, nämlich. Ja, und ansonsten halt noch meine Herren, aber das haben wir gerade auf Eis gelegt. Das ist mit dem Sänger von Boon, der jetzt das Projekt Pendel hat seit längerem. Austropop und mit dem Sänger von Naka 7. Und da, ja, tun wir halt Austropop-Covers, Geschichten machen und so weiter. Und zwar haben wir jetzt derweil auf Eis gelegt, weil das lebt halt natürlich vom Live-Spielen. Deswegen, ja. Ja, that's all, folks. That's all, folks. Ich hatte ja das Glück, ich habe euch beide schon live gesehen. Das ist tatsächlich, war beide Male sehr, sehr interessant für mich. Bianca, bei euch habe ich mir gedacht am Anfang, weil du gesagt hast, Rock, Progressive Rock, ich habe mir eigentlich gedacht, so, es ist irgendwie, es ist so, es ist Stoner Rock, aber irgendwie ist es Tool Stoner Rock, also Progressive Stoner Rock irgendwie. Und das hat mir mega gedacht. Ich habe mir gedacht, so, bist du deppert? Ich wusste nicht, dass es in Wien sowas gibt. Das war echt total cool. Ich hab euch in einem total kleinen Venue gesehen, das erste Mal. Ja. Matthias, du warst sowieso schon auf allen. Dich habe ich schon in verschiedenen Ländern gesehen mittlerweile. Ja, danke. Dich habe ich sogar schon in Deutschland gesehen. Ja, war In einer nice. Fabrik. So schaut es nämlich aus. Cookie Dough. Ja. Cookie Dough. Der Matthias hat nämlich mit seiner Band auch am Euroblast gespielt, wo ich mit Call the Mothership auch gespielt habe. Voll. Ja, das war die österreichische Invasion in Ja, voll. Deutschland. War nice, war Da sehr, sehr sind nett. Busse raufgefahren. Ja. Ganze Gitarren haben wir mitgenommen. Den Höller haben wir mitgenommen. Alle waren dort. Na, das war cool. Ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Und zwar, ihr seid beide Künstler, die verschiedene Projekte haben. Und einige davon sind im Bereich Rock. Und beziehungsweise bei dir, Matthias, Metal. Bei dir, Bianca, ihr trifft jetzt auch ab und zu ein bisschen schon in Metal rein. Also, Intra hat auch schon härtere Schienen. Wie viel nehmt ihr eigentlich wahr von dieser
Metal-Szene in Österreich, dieser Underground-Szene, es schwirren super viele Begriffe herum, ja. Wie viel kriegt ihr davon mit? Beziehungsweise was kommt da zu euch an Sachen? Nehmt ihr das als eine homogene Sache wahr oder ist das irgendwie so ein Fleckerlteppich, den es gibt? Oh Gott, ja, wo fange ich denn an? Also ich mache eigentlich schon seit 1998 Metal da in dieser Umgebung und es hat damals angefangen mit Tex, weiter halt mit Prometheus und dann eben Dark und so weiter und es war immer wichtig, also vor allem, dass die Community zusammenwächst. Also ich beobachte euch bei euch, also vor allem Call the Mothership, die ganze Partie und so, kann man schon beobachten, dass eine sehr, sehr leibende Community entstanden ist und wenn man irgendwo Leute trifft, also sogar im Ausland, ja, kriegt man schon mit, dass über österreichische Szene auch geredet wird. Also so ist es nicht, dass es unbekannt wäre oder sonst irgendwas. Ja, also ich würde sagen, man kriegt schon sehr viel mit. Punkt. Vor allem seit Social Media, Facebook, Instagram und so weiter kriegt man natürlich noch mehr mit. Ja, weil man eben die Plattform dazu hat, halt auf sich aufmerksam zu machen. Ne? Das war halt vor 20 Jahren nicht so. Aber ich meine, du bist doch auf einen Gig gegangen und da hast halt irgendwo einen Flyer gesehen oder ein Poster und hast halt gesehen, hey, da würde ich gerne hingehen, hast mit deiner Habera dich halt getroffen und bist hingegangen, ohne zu wissen, wie die Band im Vorhinein klingt. Das war halt sehr interessant. Mittlerweile kannst du dir anhören, was auf dich zukommt, ja. Waren auch viel mehr Leute auf die Konzerte früher. Aber ja, kommt auf die Veranstaltung auch an. Also ich möchte jetzt nicht herummaunzen, aber ja. Ja. Ich bin ja, glaube ich, die Einzige unter uns, die nicht aus Wien ist, oder? Der Peter ist ursprünglich auch nicht aus Wien, aber der ist auch gerade nicht da. Also das ist der einzige Big Boy, der quasi Roots im Ausland hat. Ich bin aus Mödling. Es ist jetzt alle geschert, so schaut's aus. So ist ja. Es. Servus. Nein, ich glaube, ich bin der einzige gebürtige Wiener. Ah, okay. Unter uns. Aber eben, ihr lebt wohl in Wien, oder? Na. Ach so. Ich lebe in Wien, ja. Okay. Wo lebst du, Matthias? Mödling. And he returned to his roots. Back to the roots. Yeah. Naja, also ich bin ja aus dem Mühlviertel. Ah. oder halt Linz, sagen wir mal Linz einfach. Und tatsächlich habe ich erst durch Intra und durchs viele Spielen ganz viele andere Bands natürlich kennengelernt, die ich vorher nicht gekannt habe. Hm. Und ich würde jetzt auch sagen, es ist so mehr Blase-Rock als Metal. Genau. Also ich kenne tatsächlich wenige Metal-Bands, aber auch, weil ich mich nicht so viel mit Metal, also mit, mein Metal ist ja auch so eine große Blase. Aber es gibt einige Richtungen, mit denen ich mich bisher sehr wenig auseinandergesetzt habe. Genau. Das ist gut so. Man muss nicht alles kennen im Metal. Shoutout an alle Metal-Communities, ihr seid furchtbar, deswegen kriegen wir keine Leute. Na, aber, okay. Nein, natürlich nicht. Das würde mich aber dann speziell interessieren, Bianca, weil du hast ja quasi diesen Blick von, auch in der Bassgruppe ist ja immer wieder, kommen ja immer wieder diese komischen Metal-Bassisten und ihre verzerrten komischen Geschichten. Wie das eben für dich quasi von außen wirkt, also ist das was du da irgendwie mitbekommst? Ja, ich bin dann immer wieder erstaunt, wie viele es gibt und ich habe das Gefühl, wo kommen die alle auf einmal her? Aber ich glaube eben nicht, dass die auf einmal irgendwo herkommen, sondern eben, dass meine Zeit vielleicht vorher noch nicht reif war, keine Ahnung. Aber ja, ich finde es total interessant und manchmal sehr schade, dass meine, weiß nicht, Zeitkapazitäten, das klingt dann immer so komisch, aber dass ich mich nicht mehr damit befassen kann momentan, als ich es gern würde. Und deswegen finde ich es cool, dass ich da immer so ein bisschen dabei bin oder dabei sein darf. Und ja, gewisse Dinge einfach beobachten kann. Und dass ich da sehr wohl
voll viel tut und irgendwie ganz schön viel, ohne dass ich das jetzt wertend meine, Nerds unterwegs sind. Es sind schon viele Nerds, oder? Ich denke mir das immer wieder. Gerade in der Bassgruppe, was da teilweise gepostet wird. Matthias, du siehst das ja nicht. Okay. Aber dass diese Leute haben so viele Pedale, ja. So viele Pedale, ja. Ist ja gut, so was zum Spielen da. Ist doch leibend. ja, cool. Das ist, finde ich super spannend, weil, ja, es gibt hunderttausende Bands. Sie kommen alle aus dem Wohnzimmer von Stefan Eberl von Kill the Liken. Der ja. produziert wöchentlich eine Band. Okay. Nein. Ja, meine nächste Frage ist eigentlich schon wieder ein bisschen ein Change, nämlich in Kombination mit dieser Szene. Das sind ja alles quasi Bands aus Leidenschaft. Ja, also die Metal-Szene, die wir haben, diese Underground-Szene, egal ob es jetzt Metalcore ist oder früher, die ein bisschen mehr in die Oldschool-Richtung gegangen sind, Death Metal, Thrash Metal. Das sind in Wien Bands aus Leidenschaft, zum Großteil. Ihr seid aber zwei Musiker, die das tatsächlich als Handwerk gelernt haben. Also ihr seid tatsächlich, kann man sagen, Berufsmusiker? Eigentlich schon. Und jetzt, ich meine damit nicht, dass ihr die Millionen macht, aber ihr habt ein Einkommen durch Musik. Ist das richtig? Ja. Ja. Genau. Jetzt wie viel pro Monat? Wie schwierig ist es von Musik als Handwerk zu leben? Ich meine, momentan ist wieder ein riesiges Kapitel, aber in eurer Erfahrung, könnt ihr ein bisschen darüber erzählen, was da alles dazugehört und was man da eigentlich tun muss und soll dafür? Darf ich kurz gleich vorab nur eine Frage stellen? Ja. Weil es mich interessiert, Matthias, wie viele Stunden arbeitest du in der Klangfarbe? Ich habe jetzt eine Zeit lang nur 30 Stunden gemacht, jetzt mache ich wieder 40, also 38,5. Und wegen der Zeit, die wir gerade haben. Ja, das Zeitmanagement ist halt so eine Geschichte, weil das ist kein Geheimnis mehr. Ich war früher bei den Sängerknaben und habe das halt schon mitbekommen als Kind, dass Disziplin halt wichtig ist und Zeitmanagement. Also das lässt sich einteilen alles, ja. Natürlich weißt du halt manchmal nicht, wo hinten und vorne ist auf gut Deutsch, aber solange du die Leidenschaft noch immer mit dir trägst, um ein bisschen kitschig zu werden und du den Bock daran nicht verlierst, findest du auch die Zeit dazu, sagen wir so. Das glaube ich, weiß jeder. Wurscht, ob du jetzt ein Maler bist, Sportler, was auch immer, ja. Also. Das geht auf jeden Fall. Warum denn? Nein, einfach rein aus Interesse. Okay. Die Bianca braucht einen Discount, Matthias. Sie möchte nur wissen, wann, wie oft du da bist. Oh Mann. Genau. Okay. Ja, reden wir später. Ja. Ja. Aber genau, ja. 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 Sitzt du fort, würde ich vorschlagen. Ich weiß deine Frage nicht mehr, Thomas. Wie schwierig ist es? Na, Spaß. Ich weiß nicht, ob man es als schwierig einstufen kann. Ich kenne natürlich sehr viele Profimusiker, also auch weltweit, Gott sei Dank. Wie gesagt, es ist immer die Frage, wie sehr du dahinter bist. Wenn du wirklich dahinter bist, es ist halt ein selbstständiges immer wieder Wachsen und Dazulernen, ja, in dem Handwerk, was du machst. Und ich glaube, dadurch bekommst du auch besser Jobs, ja? Sei es jetzt im Filmbusiness oder wenn du Soundtracks machst zum Beispiel. Und als Berufsmusiker ist natürlich auch praktisch, wenn man sein Handwerk kennt, so wie halt Noten lesen, gehört teilweise dazu, dass du ein Plattl spielen kannst. Das heißt, wenn dich wer bucht und so er sagen kann, hörst du, ich brauche in 10 Minuten das, das und das, und du das schneller erledigen kannst, dann wirst du natürlich eher gebucht als jemand, der sagt, hey, ich weiß eigentlich nicht, was ich mache. Ich spiele zwar leibend mein Instrument und so, aber wenn du mir ein Bladl vorlegst, habe ich keine Ahnung, was ich da machen soll. Also ich glaube, dass solche Sachen schon wichtig sind, um voranzukommen. Also man lernt nie aus. Ja. Man muss immer schauen, dass man wächst in dem, was man tut und sagt, ja. Das wäre meine Antwort. Okay. Bianca. Ja, also ich unterrichte auch. Mhm. Und gar nicht wenig eigentlich. Oder also es war schon mal nur mehr und jetzt bin ich so auf dem Stundenausmaß, dass sie extrem gut und richtig angespielt.
Und das war immer mein Ziel, seit ich mir irgendwie in den Kopf gesetzt habe, Gesangslehrerin zu werden, was wirklich schon sehr lang her ist. Also ich habe das recht früh schon gewusst und habe da immer drauf hingearbeitet und wollte immer quasi so 50-50 Aufteilung haben. Nämlich, dass ich einfach mehr oder weniger die halbe Woche unterrichte und die restliche halbe Woche spiele. Und ich habe 2 Jahre gehabt, wo ich wirklich 100% selbstständig war. Und selbstständig eben als Gesangslehrerin und als Musikerin. Und habe ganz viel Unterhaltungsmusik gemacht. Cool. Ja. Mit Entertainment-Keyboard und so, oder? Also auch. Also ich sage immer Entertainer-Keyboard, aber wurscht. Ja, genau. Cool. Ja, also ich habe das nicht gemacht. Ich habe gesungen und Gitarre gespielt. Nice. Aber tatsächlich, genau. Darauf will ich jetzt gar nicht so viel eingehen. Ich stelle mir gerade die Bianca auf allen Hochzeiten und Geburtstagen vor. Aber nein, genau. Ich habe wirklich schon auf sehr vielen Hochzeiten gespielt und gesungen. Mache das nach wie vor, aber ich habe sehr reduziert. Einfach weil... Also es waren total viele spannende Erfahrungen und ich habe ganz viele unterschiedliche Bühnen und ganz viel unterschiedliches Publikum erleben dürfen. Und ja, habe tatsächlich dadurch einfach bisher am meisten verdient. Ja. Also ich hätte ohne Unterhaltungsmusik nicht überleben können. Genau. Und ja. Und das hat sich jetzt einfach ein bisschen verlagert, weil ich gemerkt habe, ich bin da schon ein bisschen müde geworden davon, beziehungsweise bin jetzt einfach heikler, was die Auswahl anbelangt. Also ich spüre jetzt einfach nicht mehr alles und ich spüre auch nicht mehr mit jedem und jeder, weil es mich einfach, also weil ich meine Ressourcen umverteilt habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... nachvollziehbar ist so. Oh ja, Energieaufteilung ist wichtig, ja. Ja. Vor allem, man will ja irgendwie schon 100% bringen in dem, was man sonst macht. Also man hat nur einen Körper. Also man kennt das schon, wenn man so eine Art Burnout hat, dann sollte man schon wissen, was man dann sich aussucht und was man nicht macht. Oder, ja. Genau. Das heißt, ich sage, Ressourcenverteilung ist auch wichtig, ja. wenn du mit Musik Geld machen willst, zu wissen, wo du quasi deine Zeit reinsteckst und nicht wild alles machen, was jetzt daherkommt. Wenn man was gescheit machen will, dann sollte man schon schauen, dass man wirklich dahinter ist. Aber. Weil jeder erwartet sich natürlich immer das Beste von einem. Ne? Also, was auch völlig nachvollziehbar ist. Ja, okay, sehr spannend. Bianca, du unterrichtest jetzt Gesang oder unterrichtest du auch Gitarre und Bass? Ich bin an 2 Schulen und die eine Schule ist quasi Oberstufe, also BAföB heißt die Schule, Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und quasi die Kindergartenpädagoginnen von morgen werden dort ausgebildet und machen dort auch ihre Matura. Daher die Kinderlieder. Und die müssen alle Gitarre lernen und dort unterrichte ich Gitarre und Stimmbildung, also nur Gruppenunterricht. Und an der Landesmusikschule unterrichte ich Gesangsunterricht für Jazz, Pop, Rock einzeln. Sehr cool. Sehr Wahnsinn. Sehr cool. Wow. Bam. für mich ist das immer faszinierend. Wie gesagt, Musiklehrer und Instrumentalpädagogen sind in meiner Ansicht, also keine Ahnung, ganz, ganz weit oben, weil das ist wirklich schwierig, Leuten Instrumente beizubringen, nämlich so, dass diese Leute diese Instrumente noch anschauen können nachher und nicht dann mit 20 sagen, ja, ich hatte mal eine Gesangslehrerin oder einen Klavierlehrer, das ist die klassische Geschichte und seitdem habe ich es, seitdem singe ich keinen Ton mehr, das hört man viel zu oft. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage, da grille ich auch jetzt ziemlich, was das angeht, und zwar, wenn jetzt ein junger Musiker, nicht, dass ihr nicht jung seid, ist jetzt auch noch jung, ja, aber wenn jetzt an heranwachsende Musiker denkt, so mit 17, 18, die sich jetzt entscheiden müssen, hey, ich möchte Musiker werden. Wie wichtig ist für euch, soll ich sagen, die Ausbildung dabei? Wie wichtig ist es tatsächlich,
einen Wisch zu haben, wo drauf steht, keine Ahnung, IGP oder zum Beispiel Studium von einem Instrument oder eben Gesangspädagogik. Wie wichtig ist das, wenn du es als Musiker schaffen willst? Und kann man es auch ohne? Du kannst das auch ohne. Es ist wie mit allem und so, das ist leider die wirklich, wenn wir es mal runterbrechen, die zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit dem richtigen Produkt, den richtigen Typen treffen. Das ist mit allem so. Also selbst wenn du jetzt, ganz ehrlich gesagt, es ist immer es kommt eben darauf an, wen du triffst in deinem Leben. Es ist immer, Kommunikation ist das Wichtigste, weil auch Musik wurde eigentlich ursprünglich als Kommunikation verwendet. Ja? Wenn man mal auf die Urstämme zurückgeht oder so. Wenn die Kommunikation muss natürlich auch passen mit deinen Kunden und so weiter oder halt mit deinen Musikerpartnern. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, damit du wirklich als Musiker vorankommst. Ja? Ich meine, natürlich ist es leid, wenn du dann Wisch hast und studiert hast und so weiter, aber das ist nicht allein nicht das, was es braucht, sagen wir mal so. Also das sage ich jetzt mal aus meiner 40 Jahre Erfahrung. Also, ja. Diese ja, Frage gleich. Nein, braucht man nicht. Es kommt jetzt darauf an, was man machen will und im Selbststudium kann man mindestens genauso viel lernen wie in einem offiziellen Studium, würde ich jetzt mal sagen. Nur ist es, glaube ich, viel herausfordernder, dass man eben die Disziplin aufbringt, in der gleichen Zeit wie in einem Studium quasi das Gleiche zu lernen, sage ich jetzt mal. Wobei, da gibt es ja auch von bis, also ich habe zum Beispiel nur aus dem Grund studiert, weil ich unbedingt die Lizenz zum Unterrichten haben wollte. Mhm. Und das ist halt nur so gegangen. Also, ja, ist verständlich. Verständlich. Genau. Und deswegen habe ich mir das im Kopf gesetzt und wollte das einfach unbedingt und habe es so lange probiert, bis dass ich endlich aufgenommen wurde, denn das ist auch nicht gleich gegangen. okay. Genau. Es hat ein bisschen gedauert und war steinig. Auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt nicht unterrichten will, dann braucht man das Studium definitiv nicht. Also ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich den Wisch nicht gebraucht hätte. Mhm. Genau. Also du sagst, es ist speziell für junge Leute, die sagen, ich möchte eigentlich Gitarrenlehrer werden, oder ich möchte an einer Schule unterrichten, Kinder unterrichten. Dann wär's. Macht's absolut Sinn, genau. Hm? Oder geht eh nur so. Also wenn man jetzt an einer öffentlichen Schule will, ja. Viele private Musikschulen, da braucht man nicht studiert haben. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jemand, der nicht studiert hat, eben irgendwie qualitativ schlechter bewertet werden kann. Also das heißt nur lange nicht, dass jemand, der studiert hat, deswegen gut unterrichtet oder so. Wie in allen Berufen passt die Ausbildung grundsätzlich nichts. Man kann ja Konzertfach studieren ohne Pädagogik und das hat natürlich genauso seine Berechtigung, denn vielleicht weiß man noch nicht so genau, was man will, vor allem direkt nach der Schule. Party! Und dann ist es vielleicht einfach cool, da Erfahrungen zu sammeln und einfach ja, so viel aufzusagen, wie nur irgendwie möglich, so viel zu üben, wie man halt Lust und Zeit hat und wie es einem wichtig ist und was man dann damit macht, je nachdem, ob man sich irgendwie was aufbaut, musikalisch mit einer Band oder mehreren Projekten. Gibt halt viele Möglichkeiten. Ja. Ich würde sagen, alles hat seine Berechtigung und ist cool. Okay. Sehr nice. Ja, das ist eine gute, sachliche und vor allem ausführliche Antwort. Weil ich persönlich auch oft öfters merke, dass das bei Leuten halt wirklich ein Thema ist. Auch in unserer Szene, der Metal-Szene, quasi diese, ich würde schon sagen, fast schon der Glaubenssatz, der da etabliert ist, du kannst mit der Musik kein Geld machen. Und das ist wirklich, das ist ein Credo, das ich von vielen Bands höre. Dieses, du kannst mit
keine Ahnung, egal ob es jetzt Metal ist oder du kannst mit dem kein Geld machen. Und deswegen hat mich vor allem auch interessiert, wie ihr das seht, zum Beispiel, diese Sache. Also man kann mit Musik kein Geld machen, weil ihr seid quasi mein Online-Beweis, leider nicht mein tatsächlich vor mir sitzender, aber mein Online-Beweis, dass es durchaus möglich ist, wenn eben mit den Sachen, die ihr gesagt habt, die Ressourceneinteilung zu schauen, dass man wirklich seine Energie reinsteckt und halt nicht alles nimmt, was quasi daherkommt. Und vor allem die Disziplin, die du erwähnt hast, Matthias. Da wäre meine nächste Frage: Was ist das Schwierige an den, ihr macht ja viele Kollaborationen auch und ihr arbeitet jetzt viel mit Leuten zusammen. Was ist das Schwierige für euch bei der Zusammenarbeit mit Künstlern? Und ist es besser, eine Band zu haben oder Solokünstler zu sein? Boah. Ich habe euch gesagt, die Fragen sind Naja, heavy. wenn ich, willst du anfangen, Miss, so. Na, voll gern. Also voll gern, du fangst an, oder? Voll gern du. Ihr seid Okay, viel zu danke. höflich erst. So viel Gesprächsetikett haben wir schon. Gibt Ja, es noch nie bei den Peaky Boys. Na, fang du an. Okay, also für mich ist Danke. die, ich kann es ganz klar quasi aus der Pistole geschossen beantworten. Band. Ich spiele auch viel Solo, oder was heißt viel, aber immer wieder. Und ich fühle mich 17 Mal wohler mit Leuten auf der Bühne. Also erstens einmal nicht alleine auf der Bühne zu stehen und zweitens, weil interaktiv Musik machen einfach das Schönste ist. Ja. Und ja, und deswegen ist es für mich ganz klar, mit Band und auch mit bestehender Band, wo man sich was gemeinsam aufbaut und wo man gemeinsam einhackelt und Höhen und Tiefen erlebt. Und einfach so einen Entwicklungsprozess irgendwie auch im Nachhinein beobachten kann. Genau. Wobei eben so Kollaborationen auch extrem cool und spannend sein können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das ständig mache, aber die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, die waren sehr bereichernd und cool. Nicht alle Kollaborationen sind ein Goldtopf, aber auch das ist, glaube ich, ein Learning by Doing, einzuschätzen, ob man das möchte oder nicht. Also ich finde den Unterschied Kollaborationen jetzt zum Beispiel, was ich jetzt eben aktuell jetzt mit meiner nächsten Geschichte eben habe, was ich vorher gesagt habe, die sind schneller vorbei. Also du musst mit dieser Person halt nicht jetzt im Tourbus hocken, 5 Wochen lang. Du musst jetzt nicht deine Probleme oder deinen Geruch teilen mit der Person. Ja? Das ist schon ein riesiger Unterschied, wenn du einfach nur ein Projekt hast. Ja? Wenn du das aber in einer Band spielst, ist es, ich meine, ich kenne auch Bands, wo Leute angeheuert werden oder eben für eine Tour dann irgendwie mitspielen oder sonst irgendwas, das funktioniert ja. Das Wichtige in Bands ist ganz einfach, und zwar, das nennt sich Chemie untereinander. Die muss passen. Weil ich habe schon oft auch ein paar Dinge gesehen, wo du dann halt gemerkt hast, da passt die Chemie nicht auf der Bühne. Da haben sie wahrscheinlich gerade gestritten, weil einer die Socken nicht gewechselt hat beim vorigen Fahren oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also das ist schon wichtig. Chemie, sagen wir so. Chemie Die und Chemie. Disziplin. Die Ja, Chemie und Disziplin. beziehungsweise Kommunikation auch, oder Genau. hauptsächlich. Also Ja. selbst wenn jetzt quasi, weiß nicht, wenn man jetzt nicht mit der Person 3 Wochen in Urlaub fahren würde, mit der man spielt, ist es einfach wichtig, dass man sich Sachen ausreden kann. Also das, finde ich, ist das Wichtigste. Ja. Also man muss halt klarkommen, man muss auch irgendwie schauen, was auch immer eine große Geschichte ist, aber bei vielen Musikern, was ich verstehe, ist das Ego. Ja? Also man muss halt schauen, dass man sein eigenes auch zurücksteckt und sagt, hey, wie hast du das gemeint? Bla bla bla. Also, okay, you get the idea. Okay? Was Also. sagt ihr, was sagt ihr zu der Sache? Also es gibt oft das Argument, das habe ich letztens in einem Instagram-Video gesehen, das klingt mega, als wäre ich 16. Aber ist so, da ging es um die Sache, wenn du Geld machen willst mit Musik, ist Solo-Artist einfach wesentlich lukrativer, weil du quasi 100% der Einnahmen kriegst, während deine Band halt immer gesplittet wird. Es kommt auf die Verträge an. Das kann man nicht sagen. Das Alter ist. Matthias, Sorry. answer my question.
Natürlich, wenn man alleine was macht, kriegt man 100% und das ist natürlich mehr als, weiß nicht, 33,3 periodisch Prozent. Deswegen. Ja, stimmt eh. Das habe ich mir immer bei Slipknot gedacht, so how the hell did they make money? Ja, das Ding durch 9, der erste Check, keine Ahnung. Ersten Gig, den sie gespielt haben, keine Ahnung, was sie gekriegt haben, $200 durch 9. Keine Ahnung. Aber ja, das ist eine Sache, die mich auch in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt, eben dieses, nicht, dass ich sage, ich möchte jetzt unbedingt mit Musik Geld machen, aber ich bin zum Beispiel jetzt auch schon 12 Jahre Musiker in Bands, ja. Mhm. Und da ist halt auch die Frage, hey, irgendwie, man fängt halt an, drüber nachzudenken, so, inwiefern ist es eigentlich unsere Einstellungssache, zum Beispiel in der Szene, dass die Bands wirklich sagen, ja, ich muss so viel Geld reinstecken und als auch das finanzielle Management bei vielen nicht passt, ja, dass sie sagen, okay, wir stecken unendlich viel Geld rein und kriegen nichts zurück und irgendwann steigst du halt aus einer Band, wo du vielleicht, keine Ahnung, insgesamt 10.000 Euro investiert hast und du hast als Andenken die 500 T-Shirts in deinem Schrank hängen, die niemals jemand gekauft hat, weil das Artwork einfach nicht gut war. Deswegen ist das, gerade in einer Zeit von Spotify, ist es halt super interessant zu sagen, okay, ich mache einen auf Solo-Künstler mit DistroKid, lade mein Zeug hoch und setze mich zurück und schaue, ob die Streaming-Money reinkommt, wenn ich gescheite Promotion mache. Da ist es spielt halt voll gegen das Argument, zum Beispiel zu sagen, ich spiele gerne mit Leuten, was ich auch tue. Ja? Ich spiele wahnsinnig gerne mit Leuten. Nicht mit dir, Jörg, aber mit allen anderen Leuten. Spiele ich, das ist natürlich wichtig. Wie seht ihr das? Bianca. Wenn du nichts sagst, lass ich den Peter jetzt reden bald. Peter, hallo. Ja, den seht ihr nicht, der ist da auf der Ecke. Hey, hallo, hey. Der Peter ist nämlich da, ihr seht den alle nicht. Was sagt ihr? Was sagt ihr dazu? Also halt, du meinst als Solo-Künstler, ob man da den großen fetten Braten bekommt, oder was? Ob es leichter geht, den großen fetten Braten zu bekommen? Glaube ich nicht. Ich glaube auch. Kann ich mir nicht vorstellen, weil selbst wenn du alleine arbeitest, brauchst du trotzdem Leute, die dich unterstützen, dein Produkt überall reinzupressen, etc., etc. Das kostet Kohle, Kraft und. Und die musst du ja irgendwie zahlen, die Leute. Also wenn du jetzt alleine eine Akustiknummer rausbringst und auf YouTube hast, wer hört's denn dann? Ohne dass wer was tut dafür oder irgendwie wo reinpresst oder sonst irgendwas. Ja? Also Gott sei Dank gibt es solche Leute, die Artists helfen, voranzukommen. Ne? Also, genau. Das ist genauso wie bei Bands und noch einmal, ich kann mich nur wiederholen, das richtige Produkt zum richtigen Zeitort, am richtigen Punkt, am richtigen Person. Ja. Ich würde auch sagen, es ist einfach alleine, natürlich kann man auch alles alleine machen, kostet sehr viel Zeit und Energie. Ja. Und dann kann man es alleine machen und man kann sich Leute suchen, die Promotion machen, bezahlt natürlich meistens oder ist glaube ich selten, dass das jemand einfach so für einen macht. Und in einer Band ist es einfach cool, weil man sich das dann aufteilen kann. Man kann einfach eine coole Arbeitsaufteilung machen, wann es wirklich ja, wie man es sich halt ausmacht. Also wenn es jetzt eine Band ist, wo es heißt, okay, Beispiel, ich schreibe alles, ich organisiere alles, es rennt quasi alles über meinen Namen, dann kann man sich ja nicht erwarten, dass die Arbeitsaufteilung zu gleichen Teilen läuft. Wenn es aber anders ausgemacht ist, dann finde ich das der Idealfall. Also, ja. Wäre das auch euer Tipp an Bands, also kleinere Bands, die jetzt gerade anfangen, die sich gerade gegründet haben, dass man Arbeitsaufteilung macht innerhalb der Band? Ja, und das muss ich dir leider aus Erfahrung sagen, oder sagen wir mal Gott sei Dank, weil wenn du es aufteilst, es ist ja alles eine Energiesache. Wenn du jetzt wen hast, der das Grafikdesign macht, ich rede jetzt von Anfängerbands, ja. Ich sage so ungern Anfängerbands, weil. Ja. Sagen wir Beginnerbands. Ja, also Leute, die halt anfangen und halt
Musik machen wollen und auf den großen Bühnen stehen wollen, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man die Arbeit aufteilt, insofern wegen der Energie. Weil es ist immer gut, wenn man wen hat, der halt das Booking macht, einer, der sich ums Artwork kümmert, der andere um Social Media, und dadurch bleibt auch Zeit und Energie, um gemeinsam auch Musik zu schreiben. Weil es ist halt oft so, ich konnte es Gott sei Dank erleben, dass ich in den meisten Bands, wo ich war, außer bei Prometheus, da war ich halt der Typ, der alles geschrieben hat. Aber bei Dark zum Beispiel, das war meine letzte Geschichte, die ich hatte, haben wir zu dritt geschrieben. Wir haben uns sogar in Kärnten in ein Haus gehaut und haben da Wochen recorded. Das einzige Gefährliche war, dass die Kuchel gleich daneben war, also wir haben 2 Kilo zugenommen. Aber wenigstens war es nicht totenfett beim Schreiben, das wäre die nächste Gefährlichkeit gewesen. Nein, das nicht, aber alter Schwede, ich kann keine Knödel mehr sehen. Auf jeden Fall, es war eine super schöne Erfahrung und das meine ich eben mit Chemie, dass ich glaube, dass Leute auch, wenn du ein Produkt rausbringst, das spüren. Ja? Weil Musik ist ja nicht nur einfach Noten, die du dann am Schädel hast, sondern es ist eine Kommunikation. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vor dir sitze und so rede die ganze Zeit, dann ist ja auch nicht leibend. Also es müssen positive Vibes auch rüberkommen, wurscht wie böse du bist. Und wenn du jetzt Dark Funeral hast oder keine Ahnung, ja, es muss trotzdem diese Energie rüberkommen. Und es kann sein, dass sich das runterzieht, wenn das nicht vorhanden ist. Und dann sollte man sich was überlegen. Vielleicht mit anderen Leuten was zu machen. So hart das auch klingt, weil so lange ist man nicht da. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Rat. Dass du nur weil du schon lange in einem Projekt bist, heißt das nicht, dass du noch mehr und noch mehr reinstecken musst, wenn du merkst, dass es einfach am Ende seiner Zeit ist. Ja. Ich finde, das ist eine wichtige Lektion, die viele. Man sollte nicht das Handtuch schmeißen, wenn du merkst, es ist noch viel drinnen und wir müssen nur anders kommunizieren. Aber genauso diese Sache von, okay, wann ist genug quasi? So, wann ist es Zeit zu gehen? Bis der Punkt erreicht ist. Also. Klingt traurig. Es klingt jetzt so, ich bin gerade zu mega. Ich bin keines Kids, ich bin nach wie vor in meinen coolen Metal-Bands. Keine Sorge, ich steig nicht aus, dazu liebe ich sie viel zu sehr. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich sehe das bei manchen Bands wirklich, dass die Leute sind nicht mehr glücklich. Ja. Und das ist dann die Sache, hey, how about you call it a day, man? Ja. Es ist irgendwie so, make something else, fang an, ja, keine next. Ahnung. Es ist, next es one, ist ja. So. Es ist so, vor allem du reibst dich ja nur auf damit. Das bringt dann genau, nichts. Richtig. Richtig, bringt richtig. Das. Sehr cool. Wollt ihr Promo machen für eure Sachen, die jetzt kommen? Weil ich, wie gesagt, ich kann euch das nicht genug sagen. Matthias, bei dir Snow All ist natürlich für mich, brauchen wir nicht drüber reden. Als Bassist ist das, ich bin nämlich durch dich draufgekommen, ich habe mir das angeschaut und gedacht so, okay. Was? das geht. Und dann habe ich gesehen, dass das in Wien passiert ist und ich war so, how do I not know this guy? und also super cool. Hast du irgendwas in der Pipeline, also kommt jetzt irgendwas in nächster Zeit, in naher Zukunft? Worauf man's also Snowall kann ich da jetzt noch nichts erzählen. Da könnte ich den Juan mal fragen, ob er vielleicht so einen Podcast zurückkommen will. Das, wenn ich das wäre. Ich kann ihn das, noch mal fragen. Gut, dass ich dich nicht off-camera fragen muss, ja. sondern du gleich damit zu mir kommst. Das nein, also wow. Snow Owl sind natürlich Konzerte geplant gewesen, das ging jetzt natürlich nicht, aber das werden wir sicher irgendwann mal machen wieder. Und ansonsten halt, ich habe jetzt gerade mein Solo-Projekt, wenn wir gerade von Solo-Projekten gesprochen haben, und das habe ich hier am Anfang gesagt, wer da alle dabei ist. Und das sollte eigentlich in den nächsten paar Wochen fertig werden. Also es ist so, falls du dich noch erinnern kannst, Thomas, und also stell dir vor, Dark nur cineastischer. Ich kann mich noch sehr gut an Dark erinnern. Und halt mit Gastsängern in jeder Nummer. Also das ist das, wo ich gerade arbeite. Und ansonsten halt tue ich mich halt selber weiterbilden mit Composing und mache halt mein Ding mit den Totem Warriors. Sehr cool. Meetings und so weiter wieder sind und da. Also das ist das, was ich gerade aktuell mache. Und in der Klangfarbe arbeiten. Und in der Klangfarbe arbeiten. Für einen Klangfarbe-Rabatt bei Matthias Wallner. Gehen Sie bitte mit, nein. Okay. Er hat nämlich noch nicht gesagt, wo in der Klangfarbe arbeitet. Nein, das sage ich auch nicht. ich verrate es auch nicht. Keine Sorge. Bianca, was kommt bei dir als nächstes? Was dürfen wir von dir erwarten? Also tatsächlich mit Intra haben wir nächste Woche den nächsten Videodreh für die nächste Single und die kommt dann voraussichtlich am 30. April
heraus. Mhm. Also Video mit Song. Genau, und grundsätzlich ist für Herbst eben ein EP geplant. Also wir werden ja bald wieder ins Studio gehen und dann nur zwei weitere Songs aufnehmen. Genau, also wir machen das gerade immer so etappenweise, immer so für ein, zwei Songs ins Studio und von einem zum nächsten sozusagen. Okay. Bin gespannt. Ja, hey, ja. Du hast ja auch gerade erst mit Kaya Kalea ein Video rausgebracht, genau. Genau, das war jetzt das letzte und da werden wir auch vermutlich Ende März das nächste Video drehen, weil wir eben auch zwei Songs aufgenommen haben und dann die zweite Nummer noch rauskommen soll. Mhm. Sehr cool. Tue ich halt immer dahin. Das Video ist übrigens ein Wahnsinn. Also das ist wirklich, wirklich gut gemacht, gut gedreht. Also ich sehe mir nicht mehr oft Musikvideos an, muss ich sagen, also zu Ende, weil es halt meistens more of the same ist in meinem Bereich, in meinem Genre. Aber das ist ein fantastisches Video gewesen. Echt cool. Wo habt ihr das gedreht? Was war das für eine Location? Also die Burg meinst? Ja, ja. Im Mühlviertel. Burgruine Reichenau heißt die, in Reichenau im Mühlkreis. Das ist circa 30 Autominuten von Linz Richtung Tschechien. Genau. Sehr cool. Ich bin mega gespannt, was da kommt. Was da kommt. Ja, cool. Ja, und freut mich voll. Danke. Ja, natürlich, wir haben alle Links dann unten in der Description für unsere Zuseher. Werden wir dann alles auch verlinken, damit ihr wisst, wovon ich rede. Ja, ich kann es nur empfehlen. Also sowohl Snow Owl als auch Intra, als auch Kaya Kalea. I like it. Dark sowieso, Matthias, das weißt du eh. Ja, die gibt es ja nicht mehr. Ja, aber das ist die Sachen, die ich gemacht habe, sind trotzdem schön. Ja, das habe ich ja gemeint. Man muss wissen, wann es vorbei ist. Man muss wissen, wann es vorbei ist, genau. Ja, genau. Was tut sich bei Call of Mothership? Der Jörg hat ein Kind kriegt. Das weiß ich. Das war harte Arbeit. Da haben wir alle mitgeholfen. Beim Songwriting-Prozess? Nein, gar nicht. Okay, okay. Wir haben, bei uns kommt auch dieses Jahr noch was Neues. Eine etwas, ich verrate noch nicht, was es ist, aber es wird was kommen dieses Jahr. Content gibt's. Ist cool. Alles in the making. Alles ist in der Produktion. Da verrate ich noch nicht zu viel. Das wird ein shared effort werden dieses Mal. Aber ja, genau. Das kommt von Call of Mothership. Ich möchte jetzt keine Promotion für meine Bands machen. Warum nicht? Spires of Lazarus, nein. Eben, die sind ja auch cool. Auch im April bringen wir ein neues Single raus. Ja? Also bitte. Sogar über Slam Worldwide, das habe ich noch nie geschafft. Also das, okay. Gesagt, Julius, wie immer, Shoutout an meinen Boy, ist on the shit. Immer drauf. Was ich so gesehen habe, sehr guter Musiker, ja. Ich schwitze immer, wenn ich recorden geht. Ja, das kenne ich. Ich bin gespannt, ich freue mich auf die Zukunft. Ich würde sagen, wir haben eine produktive Konversationsrunde gehabt über wichtige Dinge. Ich finde, das war cool von euch zu hören. Ich denke, das waren auch wichtige Infos dabei für die Leute aus der Szene. Punkto Musik machen, anfangen, Bands, Solo oder Band zu machen. Brauche ich einen Abschluss, wenn ich Musiker sein will? Brauche ich einen Abschluss, wenn ich unterrichte? Ja, brauchst du. Außer du unterrichtest an shady Privatschulen. Es gibt auch coole Privatschulen. Es gibt sehr, sehr coole Privatschulen, ja, das ist richtig. Genau, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Zeit. Ja, danke für die Einladung. Ich bin der Thomas, der Matthias ist der Matthias, die Bianca ist die Bianca. Ich weiß nicht, wie der Jörg das immer macht. Er zeigt immer irgendwo wild gestikulierend hin. Streaming ist furchtbar. Ich freue mich, wenn wir wieder normale Episoden drehen können. Damit ich euch alle wieder riechen kann. Yeah. Na, yeah. Das ist mit diesem creepy Abschluss Shoutout an unseren Promotion-Partner. Die Klangfarbe.
Wack, was ist das? Was ist das? Was tue ich da? Ja, ich, ja. Okay. Das mysteriöse Geschäft in Wien, das die wundervollsten Instrumente verkauft. Ja, die sind angeblich sehr gut. Die sind angeblich sehr gut. Ich mag das Personal, das in der Klangfarbe arbeitet. Wirklich? Sehr gerne. Ja, das sind tolle Leute. Ich auch. Ja. Sehr cool. Also, Shoutout an euch. Vielen Dank fürs Kommen. Das war's mit Scene Talkers. Dankeschön. Und Dank. Live long and prosper. Bis bald.